Ich habe Geografie im Bachelor studiert. Im Master habe ich dann Stadt- und Regionalplanung in Cottbus studiert. Für mich stand relativ früh fest, dass ich meine Masterarbeit über Wolfsburg schreiben wollte, weil ich die Stadtgeschichte ziemlich interessant finde und das schon immer interessant fand, dass die Stadt so anders ist als andere Städte. Und daraufhin habe ich die Stadtverwaltung angeschrieben und haben einen Termin vereinbart. Ich bin hier in die Stadtplanung gekommen und wir haben einmal über das mögliche Thema gesprochen. Meine Masterarbeit war im weitesten Sinne eine vorbereitende Untersuchung für ein Sanierungsgebiet. Wenn ich Fragen hatte oder zusätzliche Unterlagen benötigte, dann konnte ich ihn einfach anrufen und was ziemlich gut war, weil allein von der Internetrecherche kommt man natürlich nicht an so viele Detailpläne oder Hintergrundinformationen und das hat mir sehr geholfen auch. So ein Sammelsurium aus Dingen, die man im Studium gelernt hat, konnte ich in dieser Arbeit anwenden. Und es ist auch schön zu wissen, dass die Stadt vielleicht wirklich am Ende daraus Ergebnisse ziehen kann oder damit weiterarbeitet. Rückblickend bin ich auf jeden Fall ganz froh, dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil ich das Thema ziemlich spannend fand. Da wäre ich von alleine gar nicht drauf gekommen. Und wenn man jetzt heute guckt, ist es auch spannend zu sehen, dass da tatsächlich Aktivitäten losgehen. Nachdem ich die Stellenausschreibung gesehen habe, war relativ schnell klar, dass ich mich bewerbe. Ich hatte ja schon die Zusammenarbeit hinter mir und wusste, dass ich auf jeden Fall in einem guten Team landen werde. Außerdem fand ich es auch gut, dass ich die Vorkenntnisse über die Stadt hatte. Es passiert eigentlich immer zu irgendwas. Es gibt ganz viele Projekte, ob das stadtplanerische Grundideen sind, die man entwickelt, oder auch Baurecht, dass man es dann wirklich schon in die formelle Ebene bringt. Und ich wusste, ich werde nicht ganz ins kalte Wasser geworfen. Ich kann schon bei einigen Themen mitsprechen. Jetzt arbeite ich in der Abteilung Stadtplanung und ich bin ganz froh, wie alles gelaufen ist.